Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Mit Vergnügen. Stefan? Oh, wer ist Stefan? Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ihr habt Daveron getötet. Oh, bitte tötet mich nicht. Oh, bitte, ich schwöre es, ich bin doch bloß ein Lehrling. Ich weiß gar nichts. Na gut, ich weiß ein bisschen was, aber ihr wart doch nur sein Schüler, wirklich. Ich kann euch vielleicht helfen. Ja, das kann euch Informationen geben. Fragt mich was, na los. Fragt mich doch irgendwas. Wer seid ihr? Welche Rolle habt ihr gespielt? Wer war Daverons Vorgesetzter? Wer erteilt hier tatsächlich die Befehle? Ich weiß es nicht, ich schwöre es. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Anführer des Eisenthrons Daveron hier eingesetzt haben. Ich glaube, es sind deren Dreier, aber ich kenne ihren Namen nicht. Daveron erhielt auch noch von jemand anderem Befehle. Er beschwerte sich oft darüber, aber er nannte mir nie einen Namen. Wirklich nicht. Das Hauptgebäude des Eisenthrons ist in Baldur's Tor, irgendwo im Südwesten der Stadt. Aber ich war nie dort. Das ist die reine Wahrheit. Kann ich jetzt bitte gehen? Die Eisenknappheit, wer steckt dahinter? Wer dahinter steckt? Naja, der Eisenthron, schätze ich. Daveron hat diesen Ort für die regionalen Bosse in Baldur's Tor geleitet. Sie verwendeten einen merkwürdigen Zaubertrank, um das Eisen in den Lagern zu vergiften, setzten Malahir dafür ein, damit kein neues Eisen abgebaut würde, und die Räuber führen alle Handelskarawanen, die Eisen transportierten. Und dann ist es nicht schwer, die spürbare Knappheit als echte Bedrohung zu verkaufen. Das müsstet ihr aber alles wissen, wenn ihr Malahir getötet habt. Kann ich jetzt gehen? Welche Rolle habt ihr dabei gespielt? Ich sag doch, dass ich nur Daverons Schüler bin. Ich bin bei ihm in die Lehre gegangen, das ist alles. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Gut, ich weiß ein klein wenig. Fragt mich einfach und ich werde es euch erzählen. Was ist der Zweck dieser Anlage? Der Zweck? Ich glaube, wir wollten als Räter in der Not auftreten. Angeritten kommen mit ihren Eisenvorräten und die Truppen ausrüsten oder so ähnlich. Durch die Räuberüberfälle und die Gerüchte über Armen hatte sich der Eisenthron ausgerechnet, dass die Herzöge von Baldur's Tor dächten. Sie bräuchten auf dem schnellsten Wege Waffen und Erz für den Fall eines Angriffs der armenischen Seite. Sie dachten, sie könnten astronomische Preise verlangen oder noch besser Sanktionen gegen die Konkurrenz verhängen und so die Handelsgesetze für sich selbst lockern. Ein einfacher Weg, sich an der Küste als Macht im Hintergrund zu etablieren. Das ist alles, was ich weiß, ich schwör's. Okay, ihr stärkt höhere Verbindung zum Eisenthron. Oh bitte, ich habe doch nichts... Ich habe euch doch alles gesagt, ich bin nur ein Lakai. Ich schwöre, dass ich von nun an gut sein werde. Bitte, dann raus mit dir, Feigling. Oh danke, danke. Ich verspreche euch auch, mich nie wieder mit diesen Leuten dieser Art einzulassen. Egal, wie gut die Bedingungen wären. Ja, werter Herr, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von jetzt an aufpassen werde. Danke und auf Wiedersehen. Nach dem Sieg über den Magier Daveron befragte ich einen schluchzenden Lehrling. Er bestätigte vieles von dem, was ich schon wusste. Der Eisenthron ist die Organisation hinter der Eisenkrise, doch ich glaube, der Name ist reiner Zufall. Malahir sollte die Effizienz der Mine von Nashke zerstören, während die Räuber ankommende Karawanen stoppen. Die als Bedrohung empfundene Eisenknappheit sollte die Furcht schüren und das Problem verstärken. Und da ist noch ein Tagebucheintrag. Ja. Das ist das, was hier alles steht. Also das habe ich schon vorgelesen, den ersten Absatz. Das ist das hier unten. Der Eisenthron wollte sich dann als Retter darstellen, indem er seine Eisenvorräte ankarte, um die Truppen auszurüsten oder so ähnlich. Aufgrund der Raubzüge und der Gerüchte über Arm rechnete der Eisenthron damit, dass die Herzöge von Baldur's Tor glauben würden, dass sie bald Waffen und Erz zur Abwehr eines armenischen Angriffs bräuchten. Sie dachten, sie könnten exorbitante Preise erzielen oder besser noch Sanktionen gegen die Konkurrenz oder eine Erleichterung der Handelsgesetze nur für sie. Eine schnelle Möglichkeit, sich als Untergrundkraft an der Küste zu etablieren. Während sie nach außen den Anschein der Ehrenhaftigkeit als ein Handelskonsortium bewahrten. Zumindest solange man nichts entdeckte. Die drei regionalen Anführer des Eisenthrons übergaben die Verantwortung für die Mine an Daveron. Der Lehrling erzählte auch, dass Daveron zusätzliche Befehle von jemand anderem bekam und er sich häufig darüber beklagte, obwohl er keinen Namen kannte. Das Hauptgebäude des Eisenthrons liegt anscheinend in Baldur's Tor, irgendwo im Südwesten der Stadt. Ja, gerade keine wichtigen Ereignisse mehr.
Gut. Oh, ist das verschwimmen? Ja, das ist verschwimmen. Hm. Noch was für Nera. Und die Schriftrollen kann sie auch alle haben. Das Gespräch ist vorbei. Hm. Komm, verschwimmen. Willst du lernen, Nera? Ernsthaft. So, danke schön. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Grünschleim. Wie sieht es eigentlich so mit Stufenaufstiegen aus? Das dauert noch. Das. Also, okay, Gain ist bald dran. Keine 4000 mehr. Dorn ist noch ein bisschen entfernt. Vikonia ebenso. Sie ist auch schon etwas näher dran. Okay, Nera ist als Nächste dran. Aha. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Melfsäurepfeil. Kann's denn wahr sein? Worum geht es diesmal? Melfsäurepfeil ist zweiter Grad, was ganz dich ist. Jo. Zweiter Grad. Kann ich die Hexerei wegpacken und Melfsäurepfeil hin? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lopfen. Und jede Menge Schutzformeln. Naja, klopfen, das kann ich lernen. Gut. Unsichtbares entdecken. Auch gut. Da müssen wir ein paar Sachen identifizieren. Ja, wie ihr wünscht. So, und das war Daverons Behausung eigentlich. Nur das Bücherregal haben wir noch nicht angeguckt. Ein paar kleine Standardzauber, die wir verkaufen könnten. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, und damit können wir, glaube ich, fast schon wieder. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, damit fahren wir hierher. Hallo, wie ich sehe, habt ihr den Schlüssel. Das muss ein blutiger Kampf mit dem Meister gewesen sein. Und dem ist ganz schön hart im Nehmen sein, dass ihr überlebt hat. Alles klar, gebt mir den Schlüssel, dann bringen wir es hinter uns. Oh, da ist noch was. Ihr habt doch mit Rie gesprochen, oder? Damit die Sklaven ja auch alle lebendig rauskommen. Wir kümmern schon die anderen Sklaven. Zieh einfach den Stöpsel, damit wir die Minen überflohen und endlich hier raus können. Ich bin kein Mörder. Ich ziehe auf keinen Fall diesen Stöpsel raus und lasse alle meine Freunde in der Mine ertrinken. Redet mit Rill und kommt dann wieder mit zu mir. Helft mir, bitte. Ja, wir haben mit Rill geredet. Wir lügen einfach mal. Das können wir ja. Macht euch um euren Freunden keine Sorgen. Dem würde nichts passieren. Hier ist der Schlüssel. Nun, das war's dann wohl. Sobald ich den Stöpsel rausziehe, müssen wir um unser Leben rennen. Denn sonst werden wir genauso weggespült wie die Orothia-Zwerge. Fertig, los. D-
Hey, Kollege! So. Ihr Schweine, ihr lasst alle da unten verrotten. Ich konnte mir gerade noch aus dem kalten Wasser retten. Einen meiner Freunde ertrunken. Ihr solltet in den neuen Höllenschwurm für das, was ihr getan habt. Ich habe die Mine des Eisentruns im Mantel weit unter Wasser gesetzt. Zahlreiche Sklaven kamen in den Fluten um, doch dieses Opfer musste erbracht werden. Ich hoffe inständig, dass die Zerstörung solch wertvoller Bodenschätze dem Eisentrun sein Vorhaben, wie auch immer dieses Ausgemühne, einen beträchtlichen Rückschlag versetzt hat. So, ciao. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich habe die Mantelweichwien geflutet und damit unbrauchbar gemacht. Es scheint, dass nunmehr die Zeit gekommen ist, die nahegelegene Stadt Baldur's Tor aufzusuchen. Ich muss den Eisenthron auskundschaften und dessen Absichten enthüllen. Ja, wir haben die Mine des Eisenthrons im Mantelwald unter Wasser gesetzt. Ja, das hatten wir gerade doch schon. Aber ja, so haben wir wenigstens unseren Ruf wieder etwas gedrückt. Mal kurz gucken, was steht noch offen. Koran, mit dem können wir sprechen. Da lassen gerade Zauber frei. Da ist nur Dorns Rache noch. Da ist Gurkis Umhang. Koran war, glaube ich, auf der ersten Map im Mantelwald an der Brücke. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Sagt an. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Zwei Lindwürmer. Was ist es diesmal? Haben wir noch irgendwelche Zauber, die wir benutzen könnten? Nö. Jael Kalles? Sprecht und verschwinde. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Ja, den treffen wir hier oben. Wie ihr wünscht. Ich hoffe mal, dass wir unterwegs nicht auf irgendwas anderes treffen. Ja, das war Koran. Ja? Mir scheint, unsere Wege haben sich wieder gekreuzt. Sollen wir wieder Partner werden und zusammenreisen? Jetzt noch nicht. Okay. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Was stand denn in Koran? Ah, Latanda-Tempel. Hallo, Tasloi. Frech, brennenden oder vielleicht frostigen Tod! Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Gut. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Puh. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Ja, ich werde mich in Hand. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Ihr habt geläutet?
Ich fühle mich so sinnlich. Worum geht es diesmal? Ich muss mich ausruhen. Ja? Eine Frau. Okay. Wieg, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Müssen wir erstmal warten, bis der Scheiß hier abklingt. Ganz toll. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können.